Willkommen zurück. Wir stellen die Nilfgaarder zur Rede. Nach dem Gefecht wurden mehrere nilfgaardische Soldaten vor die Königin gebracht. Renar, der ihre Sprache am besten beherrschte, verhörte sie. Erste Frage. Wie viele Bataillone marschierten auf Dravograd? Kes zeigt daran, ob Dravograd wenn? Die Gefangenen flüsterten miteinander, dann sprach einer für alle. Sie würden nur dann antworten, wenn die Königin sich dafür verpflichtete, sie freizulassen. Die lyrischen Soldaten fanden das arrogant und machten sich Luft. Ach, Bedingungen stellen sie uns. Hurensöhne, suchen wir einen stabilen Baum, sag ich. Ja. Wir hängen sie. Die Informationen kriegen wir auch auf andere Art und Weise. Wer nicht kooperieren will, Kopf kürzer. Beziehungsweise in dem Fall Hals länger. Die Gebräuche in Nilfgaard kenne ich nicht. Aber hier im Norden hat der Besiegte keine Forderungen zu stellen. Mewe blickte auf die Gefangenen. Wer nicht sprechen will, der soll eben schweigen. Für immer. Bringt ein Seil. Mewe demonstrierte an jenem Tag, dass sie den Invasoren keine Gnade zeigen würde. Die Lyrier marschierten entschlossen in den Kampf auf Leben und Tod. Denn wir hatten da sowieso nicht viel Alternativen. Und ganz ehrlich, Marodeure, die hier noch durchs Land ziehen und versuchen, sich irgendwie am Leben zu erhalten, irgendwelche plündernden Banden gründen oder sich wieder den Nilfgaardern anschließen, das können wir auch nicht verantworten. Von daher, unsere Moral ist gut. Hier unten ist scheinbar auch alles, was man mitnehmen könnte, schon bereits von den Armeen geplündert. Und der Weg geht weiter gen Norden. Schwarzkittel haben meinen Sohn überrannt, Majestät. Sie sahen ihn auf der Straße, wollten nicht ausweichen. Herrin, ich habe nicht viel, aber gerne gebe ich mein letztes Geld für die Sache, für Rache. Dankeschön. Schwarzkittel halten uns für Hunde. Sie haben Ostrik enthauptet. Weil er nicht vor ihrem General knien wollte. Schwarzkittel halten. Ja, das heißt, sie verfahren mit einer ebenso großen Grausamkeit und Entschlossenheit. Bestärkt mich nur darin, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. So, hier gibt's nochmal wieder ein bisschen Holz. Ah, Grufthexe? Nassheck? Ich kann's mir nicht merken. Komm noch mal her, du nekrophagisches Unheil. Lyrische Fischer behaupten, dass den Seerosen in den Flachzonen der Javina Monster entstiegen waren. Angeblich hatten sie riesige fischartige Augen und einen Schuppenpanzer mit grünen Borsten. Aus den Seerosen. Ein Standardkampf. Das freut mich doch. So, ob wir mit Monstern genauso verfahren können, mit derselben Technik, ich glaube nicht. Ein Feldsanitäter ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber wir müssen mal echt gucken, dass wir ein bisschen mehr Werkzeuge auf die Hand bekommen. So, das Ablenkungsmanöver über die Warenburg, jawohl. Den Merlo brauchen wir so nicht. Die Quetschfalle. Monster sind ja meistens nicht stark, sondern einfach nur viele. Damit würden wir nicht unbedingt siegen. Ja, ich bin mit dem Deck, was wir gerade haben, nicht unbedingt zufrieden. Nein! Ich bin doch auch so dämlich. Wir haben angefangen. Mann. So, können wir nochmal mit demselben Deck starten? Nein. Ah, Graf Caldwell. Bam. So, da kann er weg. Er kann weg. Mein Gott. So, wer ist er denn jetzt gewesen? Renar. Okay. Ein Wasserweib, so hieß das Wesen. Verschiebe zwei gegnerische Einheiten in dieser Einheit gegenüberliegenden Reihe und wirke dort strömenden Regen. Strömender Regen. Zu Beginn jedes Zugs zwei Einheiten, ein Schaden. Oh. Okay, das ist aber... Den Regen kenne ich noch anders. So, wir haben keine Wagenburg. Das ist wirklich schade.
Wir haben beide Streitwagen, das heißt, die Kopie ist wenig versprechend. Dann setzen wir erstmal den Regimentstrommler ein. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Und gucken mal, was wir damit gleich auf die Hand spielen können. So, er verrückt sich in der Reihe. Das ist jetzt für uns nicht der absolute Untergang. Es gibt einen weiteren Trommler. Okay. Links, rechts, links, rechts, links. Echt? Und jetzt müssten wir davon auch noch mehr haben. Warum muss ich mir nicht eine Seite aussuchen? Eigentlich müsste beide das spielen, Zeit, oder? Dass ich dir Respekt beibringe. So, noch ein weiterer Trommler. Wieder und wieder und wieder. Und loyal haben wir hier nicht. Dann sparen wir uns das noch auf. Nee, bis wir es das nächste Mal einsetzen. Komm, wir fangen jetzt schon mal an. Verschiebe zwei gegnerische Einheiten. Verschiebe eine gegnerische Einheit und füge ihr 3 Schaden zu. Ah, ja. Okay, also hier wird so ein bisschen unsere Aufstellung wird ein wenig durcheinander gerüttelt. So, wir kriegen einen Loyalisten. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Einen weiteren Loyalisten. Mein Geist ist willig, aber... diese blöden Stiefel! Ja. Dein Leben ist verbessert. Du die Schwächste um die Stärke der Stärksten. Aber das Krafttonikum haben, können wir ein bisschen was daraus machen. Dann holen wir schon mal unsere Kavallerie. Ach, den Plünderer haben wir jetzt auch. Okay, gut, dann... Ich kann nicht mehr. Dann bringen wir doch unseren Plünderer vorwärts. Oh, wie, die haben jetzt schon gepasst. Habe ich irgendwas verpasst? Was noch? Ach, das war tatsächlich ein reiner Standardkampf, ne? Ah, verdammt. Verdammt. Möchte ich noch irgendjemanden wieder haben? Ah, ich hole mir mal den Streitwagen zurück. Das habe ich verpasst. Du hast die Runde gewonnen. Ja. Ich bin schon so auf diese Einerkämpfe eingespielt gewesen. So, wir könnten probieren... Schade, dass der Renal jetzt halt nur noch wenig Sinn hat. Wir haben ja die ganzen Trommler rausgespielt. Und wir haben keine Sanitäter mehr, ne? Nee, Sanitäter haben wir nicht gezogen. Spielen wir mal mit den Streitwagen zuerst. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Wir müssen es jetzt natürlich so schwer wie möglich für unsere monströsen Gegner machen. Moderhaut. Eine einfache Kopie dieser Einheit beim Ausspielen schon. Und Todeswunsch, allen Einheiten in dieser Reihe 3 Schaden. Achso, die sind schädlich für ihre eigene Reihe. Interessant. Wir probieren es trotzdem in diesem Spielzug mit dem Plünderer. Machen es so schwer wie möglich für den Gegner. Ah, der wird es aber wirklich nicht schwierig haben. Und die leichte Infanterie wird nicht überleben. Füge zu jedem Zug 2 Einheiten einen Schaden zu. Ja, verdammt. Dann sind die auch gleich tot. Ich würde halt gerne erst passen, wenn wir in die Führung gegangen sind. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. So, da ist klar, dass jetzt hier diese ganzen... Armeen aufmarschieren. Und ohne Wagenburg haben wir natürlich auch nichts, um denen wirklich Schaden zuzufügen. Okay, aber wir kommen jetzt mit dem lyrischen Merlot. Die Schwächste um die Stärkste. Kommen wir jetzt erstmal auf eine gute Kampfkraft. Und hoffen darauf... Ach ja, noch so ein Vieh auf der Hand. Okay, wir liegen jetzt trotzdem mit 10 vorne. Mit 7. Was ist denn das für eine... Da kann man natürlich wenig mit anfangen in der letzten Runde, ne?
könnten noch mal eins spielen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Schaden verursachen. Dann machen wir das, damit der hier die Reihe runter beschädigt. Zack, genau. Das sieht schon wieder nochmal besser aus. Jetzt wurde er beschädigt. Todeswunsch. Rufe diese Einheit aus deinem Friedhof herbei und schwäche sie um 4. Okay. Können ihn töten. Oder wir können da oben einen töten. Dann töten wir da oben einen. Schütze zu Diensten! Dann zieht das hier nochmal durch. Es sieht halt so aus, als müsste ich jetzt alles auf eine Karte setzen und versuchen, das Spiel jetzt schon zu gewinnen. Weil die Einheiten, die ich noch auf der Hand habe, einfach zu schwach sind für eine weitere Runde. So. Rüstung wird ihn einmal hier eine Massenschwächung. Zack. Sieht trotzdem noch relativ gut aus. Es könnte wesentlich schlimmer sein. Wesentlich schlimmer. Achso, wir haben natürlich auch noch Loyal. Das darf ich nicht vergessen. Da hätten wir schon mehrere Schüsse mit abgeben können. Gut, wir spielen jetzt erstmal nochmal ihn. Lyrian! Dann sterben da oben zwei Moder heute. Zack, erste Schadenswelle. Bam, zack, zweite Schadenswelle. Bam. Und dann regnet es jetzt noch einmal Pfeile. Was habe ich für eine Fähigkeit? Einer gegnerischen Einheit und allen weiteren... upsala. Dann machen wir das doch nochmal hier und räumen da oben auf. Oder wir machen das hier. Was haben wir denn? 2, 4, 6, 8 Schaden, die verteilt werden. Nö, dann machen wir das hier. Und die Reihe wird komplett einfach nur auseinandergenommen. Zack. Aber es ist auch interessant zu wissen, dass die erst schießen, bevor dieser Effekt eintritt, weil sonst hätten wir noch mehr Schaden gemacht. Ja, 8 zu 94. Ich würde sagen... So, jetzt geht's los, oder was? Ja, das war schon böse. Aber nichts, was uns auffällt. Wir müssen einander vertrauen. Können nichts mehr machen, aber ich weiß nicht, wie er zu unserer Kampfstärke aufschließen will. Das sehe ich nicht. So. Schafft er nicht. Batz! Ein Sieg. Und zwar ohne Wenn und Aber. 2 zu 0. Ja, sie haben uns in eine Position gedrückt, aus der wir handeln mussten. Und wir haben sie vernichtend geschlagen. Noch ein Brief liegt hier auf den Straßen an Malcolm. Die Straßen sind gefährlich. Heutzutage sind mehr Schwarzkittel unterwegs als Mücken. Es ist verdammt nochmal unmöglich, nach Davograd zu gelangen. Vorerst habe ich die Schätze in einer verborgenen Kiste an der Seite der Herberge gegenüber vom Tempel versteckt. Wir können uns überlegen, wie wir sie verlegen, sobald sich dieses Chaos etwas gelegt hat. Versuche bis dahin am Leben zu bleiben. So, okay, wir haben hier eine Hütte. Eine Straße oder ein Fluss, der so lang fließt. Ein Heuballen. Ja, wir haben hier irgendwie auf jeden Fall... Aber es wird nicht direkt hier um die Ecke sein, oder? Ja, diesen Schatz werden wir auf jeden Fall auch noch suchen. Das ist nicht direkt hier, ne? Das ist auch kein Heubein, das ist ja das Dorf hier. Hier geht's nach unten. Nochmal auf die Karte schauen. Hier haben wir ein Haus, aber das ist nah am Hauptwasser. Hier haben wir noch ein Haus, wo der Fluss lang fließt und der Weg lang geht. Wir ziehen erstmal hier oben ins Dorf. Schauen mal, was denn hier uns erwartet. Natürlich, Aufruhr, Plünderung und Streit. Sind schon wieder Elfen gegen... Mewe und ihre Gesellschaft kamen zu einem Dorf, das von Nilfgaardern geplündert worden war. Schon von fern hörten sie Schreie und bald entdeckten sie, dass es keine Schreie der Trauer, sondern der Wut und des Verfluchens waren. Los! Prügelt den Mistkerl ordentlich durch! Gnade, gute Leute! Ich habe nichts getan! Die Dörfler standen in der Dorfmitte um einen blutigen Elf, der in ihrer Mitte kauerte.
Sie hielten Steine in den Händen und bedrohten und beschimpften ihn. Yay! Die Königin verlangte eine Erklärung. Ein rußiger Waffenschmied trat vor und spie. Der Hurensohn ist ein nilfgaardischer Spion, Majestät! Er hat das Dorf plündern lassen! Hängen soll er! Die übrigen Dörfler murmelten zustimmend. Der Elf fiel vor der Königin auf die Knie. Gnade, Rena! Rettet euren treuen Untertanen! Sie beschuldigen mich nur, weil ich ein Elf bin! Ja, es ist alles ein bisschen dürftig. Das ist wirklich ein bisschen dürftig. Ah, Gott. Also die Armeen ziehen hier durch und hätten so oder so jedes Dorf geplündert, haben aber natürlich auch ihre Spione. Ich weiß gar nicht, wie das steht mit Nilfgaardern und Elfen. Aber ich habe da auch nicht so viele in den Reihen gesehen. Toll. Großartig. Großartig. Ja, wir verschonen das Leben erstmal. Warum seid ihr seiner Schuld so sicher? Habt ihr Beweise? Mewe hakte nach. Hat ihn jemand mit dem Feind sprechen sehen? Hatte er fremde Münzen bei sich? Die Dörfler blickten wütend rein, die Hände zu Fäusten geballt. Aber niemand sagte ein Wort. Die Schwarzkittel brauchen keinen Grund, um unsere Dörfer zu überfallen. Tretet zurück und lasst ihn zufrieden. Ungefähr genauso wäre ich es auch angegangen. Der Elf dankte der Königin unter Tränen und flehte, sie möge ihn nicht hier zurücklassen, sondern in ihre Streitmacht aufnehmen. Euer Gnaden, ich flehe euch an. Die Däune werden mich aufhängen, so wie ihr fort seid. Dann, das wäre so großartig, wenn wir uns jetzt wirklich einen Spion in unsere Armee holen. Ja dann, komm mit. Na schön, sagte die Königin nach einem Moment. Such den Quartiermeister auf. Er wird schon was für dich zu tun finden. Wir ziehen weiter. Unter den hasserfüllten Blicken der Dörfler verließ die Gesellschaft den Weiler. Als die Reetdächer hinter der nächsten Biegung außer Sicht gerieten, atmete Mewe auf. Ich würde so feiern, wenn er tatsächlich jetzt ein Spion ist und sich in unsere Reihen reingeschlichen hat. Aber dann halt auch unter größtem Opfer. Majestät, der Elf hat es mit den Schwarzkitteln gehalten. Bei den Göttern, Majestät, der Elf... Ja, aber... Beweise wären trotzdem schön. Er hätte natürlich auch... Also wir hätten ihn ja durchaus zurücklassen können. Dann hätte er einfach aus dem Dorf fliehen können. Ist mir schon sehr suspekt. So, wir schicken nochmal unsere Speer los. Ist auch schon wieder reichlich verborgen. Und dann gehen wir nochmal zurück, denn sonst verpassen wir hier vollends, was hier unten noch liegt. Eure Hoheit, ein Händler bietet einen vielleicht interessanten Vorschlag an. Er würde seinen Laden wegen des Krieges schließen und uns alle seine verbleibenden Waren vermachen. Als Gegenleistung bittet er darum, von einigen eurer Männer zur nächsten Stadt Geleit zu erhalten. Das soll er bekommen. Wir kriegen dafür auch wieder ein Kartenfragment. Sieht sehr spannend aus. Mal gucken, was uns diese Karte für Fähigkeiten bringt. Mit euch hatten wir schon gesprochen, oder? Ja, genau, mit euch haben wir schon gesprochen. So, dann haben wir da oben noch was. Aber wie kommen wir da hin? Ah ja, hier dran vorbei. Und da hatte ich noch was übersehen. Ah ja, hier. Kommen wir aber von außen ran. Sehr schön. Ja doch, die Speer haben sich für mich auf jeden Fall ausgezahlt.
Und ihr, guter Mann? Eure Majestät, der Besitzer dieses Anwesens hat Entschädigung für kriegsbedingte Schäden verlangt. Er behauptet, ihr hättet eure königliche Pflicht vernachlässigt, seinen Grund vor dem Angriff der Nilfgaarder zu schützen. Gut. Auf 100 Gold können wir verzichten für mehr Moral. Da hat er recht. Ich allein trage die Schuld. Gebt ihm, was ihm zusteht. Sehe ich nicht unbedingt so. Wobei schon ein bisschen. Das ist schwierig. Also wir haben natürlich die Hauptverantwortung, diese Bevölkerung und die Länder zu schützen, Ländereien zu schützen. Aber wir haben unsere Verantwortung natürlich auch abgegeben, als sie auf dem Feldzug waren. Und was hier noch so auf uns wartet, in diesen verheerten Landen, sehen wir dann gemeinsam beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rockshar.